Mit welcher Leiter kann die Feuerwehr keinen Brand löschen? Mit der Tonleiter. Eine Leiter für Töne hast du immer bei dir. Und das funktioniert so. Nimm dir ein Blatt Papier und lege deine Hand darauf. Ziehe nun mit einem Bleistift von jedem Finger eine Linie quer über das Blatt. Fertig ist dein Notenlinienpapier. Wie deine Finger an der Hand gehören immer 5 Notenlinien zusammen. Der Raum zwischen den Fingern wird Zwischenraum genannt. Und in unserem Liniensystem gibt es wie bei der Hand 4 Zwischenräume. Die Linien und Zwischenräume bilden zusammen ein System, also ein Muster, sozusagen ein Haus für Noten. In diesem Zuhause können die Noten wie auf einer Leiter hoch und runter klettern. Und weil man eine Leiter erst hochklettern muss, um wieder herunterzukommen, werden die Notenlinien und Zwischenräume von unten nach oben gezählt. In der oberen Abbildung liegt die Note also auf der 4. Linie. Und die Noten in der unteren Abbildung liegen im 2. Zwischenraum. Nimm doch mal dein Lieblingslied aus dem Blockflötenheft und zähle. Wie viele Notenköpfe liegen auf einer Linie und wie viele in einem Zwischenraum? Viel Spaß beim Klettern im Liniensystem, unserem Zuhause für Noten.